Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Ort namens Dry Rock Gulch fast abgeschlossen, glaube ich. Und ja, ich muss immer noch das Gebiet hier säubern von Gegnern. Ich bin hier schon seit, weil ich eine halbe Stunde am Rumlaufen und finde hier keine Gegner mehr. Okay, ich habe welche gefunden, aber anscheinend immer noch nicht genug. Und ja, jetzt was? Jetzt soll ich da jemanden zuweisen, was? Einen Moment. Wart. Jetzt kann ich da jemanden zu. Okay. Warte mal, auf der Karte stand doch jetzt gerade. Ein Moment. Ja, da steht doch immer noch sichere. Hä? Okay, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich durch einen sehr willkürlichen Ort hier drauf gekommen und habe gemerkt, hier unten ist noch irgendwie ein Gebiet. Und ja, wie zum Teufel soll man da von normalen Weg... Hallo. Okay, hier soll man da von normalen Wegen aus hinkommen. Und ja, hier sind anscheinend Ghule. Warum nicht? Komm mal her. Ich kann ja aufladen. Ich vergesse aber mit der Waffe. Zählen die auch noch als Menschen? Weil ich aber das ist ja effektiv gegen Menschen sah. Wie soll man auf normalem Wege mit Schnee hinkommen? Ich bin jetzt da oben auf der Wand geklettert, habe es irgendwie herüber geschafft und ja. Keine Ahnung, wie man auf normalem Wege hinkommen soll, aber nehmen wir noch irgendwie ein Gebiet. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen, um das zu zeigen und den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Und da war eine Mine. Okay. Angestelltenbereich von Rock Gulch. Hallo. Also, das geht. Und da ist ein Magazin, glaube ich. Verdammt nochmal, ja. Was ist da? Wart. Plus ein Stärke und Ausdauer, wenn du maximal 10.000 Kronkorken hast. Plus zwei Stärke und Ausdauer, wenn du maximal 1.000 Kronkorken hast. Und plus drei Stärke und Ausdauer, wenn du maximal 100 Kronkorken hast. Was? Okay. Shit. Also ich werde nie genug haben. Immer boah. Ich immer mit, weil ich 30.000 Kronkorken oder so rumlaufe. Was mein? Ich hab kein Red Away? What? Übrigens offscreen habe ich noch ein Luca Cola Rezept gefunden. Was ist wie er hieß. War irgendwo hier. Also nicht hier in dem Gebiet, aber. War doch geil, halt. Wenn ich sich die ganze Zeit so rumbewegen würde, ne? Da bekomme ich jetzt irgendeinen Bonus im Moment? Nee, ne? Oh. Was war das? Stärke und Wahrnehmung oder Stärke und Ausdauer? Ja. Was ist denn, wenn ich mein Geld einladen würde irgendwo? Ich dann die Bonus bekommen, auch da jetzt mal wahrscheinlich hinkommen müssen, ne? So. Und jetzt sind bisschen langweilig, ganz einfach nur mit dem Hammer umzulaufen. Das ist die mächtigste Waffe, die ich im Moment habe. Wieder passiert, wenn ich mit anderen Waffen umlaufe. Okay, oh, das ist geil. Kann ich hier zum Einkaufen benutzen. Wollte eigentlich nicht mehr nötig. Willst du dich damit wirklich abgeben? Hier ist eine Power Armor. Dingens kann ich da meine Dingens reparieren lassen. Ich genug Dinge habe. Ich weiß nicht, ich bräuchte Aluminium mal so, ne? Ja.
letzte Leitspule entfernt hat. Habe ich das Zeug alles dabei? Ich brauche Stahl. Mal jemand Stahl. Ding ist doch Stahl bestimmt, ne? Ha. So, gut. Power Armor ein bisschen repariert. Gage läuft mit der vollkommen Schrott Armor die uns natürlich gegen. Finde ich irgendwie blöd, hat man immer die Sachen hier. Verdammt nochmal, was? Warte. So. Fektlament, diesen blöden Corky Hinweis habe ich immer noch nicht gefunden. Da bin ich auch schon die ganze Zeit am rumsuchen. Ich finde das auch nicht. Wir machen das hier ganz schön schwer in dem Addon, habe ich so ein Gefühl. Aber ich finde die einfach überhaupt nicht. Schon so, ich habe schon so viele Orte hier abgesucht. Wo es heißt, da sollen welche sein, aber ich habe die immer noch nicht gefunden. Na, wolltest du nicht irgendwie mit mir reden oder so? Hey. Hey Boss, was kann ich für dich tun? Wahrscheinlich. Oh, hi. Oh, eine übergezogen. Was habt ihr denn alle her? Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Okay. Ist schon ein bisschen anstellen, ne? Müssen wir zivilisiert regeln. Also aus, als wäre der jetzt gerade irgendwie voll in der Luft. Ja, also kann der Ort mal auch hier befreit sein. Ah, Gage, da mache ich nur für dich. Wo ich habe gerade schon mal geöffnet. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon wieder zählt. Cool. Mal schon wieder was zum. Nee, noch nicht. Was ist das? Boah. Ich hab Bock mehr auf die Dinger. Was sind so viel Zeit und da ist sowieso nie was Anständiges drin. Jetzt wird es gleich dunkel, das heißt, ich kann sowieso nicht die Dingens finden. Die Korken. Terminal irgendwo. Ja, ich habe das Terminal schon gefunden, Mann. Geht noch nicht wegen keiner Energie und so. Boah. Ja, Licht, Taschenlampe hätte ich auch gerne. Ich habe aber keine Taschenlampe an meinem Helm. Okay, ich habe doch. Okay, eigentlich habe ich einen Helm. Ja, doch, ich muss ja meine blöde Corky-Brille aufziehen. Sind Sticker hier zu finden. Sticker, ey. Ist schon diese Bilder. Wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Hallo? Ich kann die Tür jetzt hier nicht öffnen. Möchte noch mal anmerken, in Hardcore, in Überleben. Schnellreisen abgestellt. Wie soll man denn hier jetzt wieder rauskommen? Hallo? Ja, da oben, okay, ja. Ist das denn von Ort, ey? Ich habe keine Ahnung, und hier, wo ich hier hin muss, was ich machen muss. Die Flagge platzieren kann oder so.
Wie will dieser Bereich ja nicht so funktionieren? Mal die Tür. Ich möchte mal kurz zeigen, wo die Tür ist. Was ist das denn da zum Beispiel? Vielleicht muss ich da auch noch hin. Warte mal, wo ist die Tür hier? Da ist die Tür da vorne. Dass man einfach hier so reinspringt. Wenn man so voll in den Gebüsch versteckt, ey. Ja, keine Ahnung. Ich kann das Gebiet nicht zuweisen aus irgendeinem Grund. Wenn hier noch Gegner sind, glaube ich. Sonst wird mir ja angezeigt hier, ich soll das Ding zuweisen, oder? So, weiß eine Bande Dryer Gulch zu. Zum Teufel! Gerade stand da doch noch. Boah. Ja, der Ding will mich überraschen. Da müssen wir mal gucken, wen haben wir nochmal was gegeben? Ich glaube, den Safari-Dingen haben wir ja jemanden gegeben, ne? Safari-Adventure, ja. Safari habe ich diesen Barbaren gegeben. Aber ich muss noch mal gucken, wen ich schon mal irgendwie zugeteilt habe. Ich habe die Abfallanlage in Luca World. Weise eine Bande in dem Kitty Kingdom zu. Muss mal in meinen Aufnahmen gucken. Ich werde heute nichts mehr zuteilen anscheinend. Aber ich werde erstmal in meinen Aufnahmen nachgucken, wen ich was gegeben habe. Sonst vertue ich mich hier nur. Irgendwann springt mich was aus den Toiletten an, ich weiß es. Ich würde auch gerne irgendwie so, ich weiß nicht, mitbekommen, wo wen ich was schon gegeben habe. Wird mir nicht angezeigt, leider. Hm. Boah, geil. Was zu essen machen im Klo, geil. Da kriegt man noch gleich selber Hunger. Ja, keine Ahnung, aber ich das halt nicht im anderen Mal. Und jetzt meiner Kontrolle, ja. Aber ich muss ja so oder so einer Bande zwei Sachen zuteilen. Also kann ich das schon mal, weiß ich nicht, jemanden, weiß nicht, noch was. Also egal, wie ich halt jetzt zuteile, dann hätte Notfall hier, weiß ich nicht, eine Bande zwei Dinger. Ach, da ist die Flagge nur. Aber gehen wir trotzdem noch mal auf Nummer sicher. Die Flagge sehen, ey. Dann gibt es nochmal Unternehmer, die Jünger und die Barbaren. Ne? Das hier habe ich den Schlägern gegeben, das weiß ich. Kann ich nicht irgendwo nachsehen. Sicher Apfel oder sicher jetzt dabei, Mensch. Abgeschlossen. Sicher drei Rock Gulch, weil seine Bande in den Galactic Zone zu. Ja, man, ich habe jeder Bande schon mal eins hier zugeteilt, ne? Ich mag ja die Barbaren irgendwie. Ich will alles kaputt kloppen. Mir sage ich vollkommen egal, hier, welche Bande was bekommt. Sicher, das habe ich dem Ding gegeben. Ich glaube, Kitty Kingdom habe ich den Jüngern gegeben. Die Abfüllanlage habe ich den Unternehmern gegeben, ne? Das heißt, wen mag ich denn lieber? Weiß nicht.
Ich will den Barbaren das hier Dingens geben, das die Galactic Zone, so Barbaren in Space halt, ne? Und ja, wenn ich jetzt noch mal wüsste, welche Dingens hier wie drauf ist, noch mal Unternehmer sind hier diese, weil nicht diese, weil im Theater ja, so aber jetzt jemand jünger sehen diese Typen, die weiß ich nicht, keine Ahnung, gehen wir nach den, weiß ich nicht, Rudel, genau, was mehr lassen sie hier durchgehen, Unternehmer, Jünger oder Rudel, also für eine wird sich gegen mich stellen, wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt alles ausgeglichen geben würde, würde eine Bande drei Dinge haben und dann bleiben noch zwei Gebiete übrig. Das heißt, im Notfall kann ich dann zwei Banden zwei Gebiete geben, aber eine hat dann nur noch eine. Und ich habe das Gefühl, diese eine wird dann auf mich losgehen. Und ja, wen möchte ich denn auf mich losgehen sehen? Gemeint den Jüngern. Weil die Unternehmer hier eigentlich ein bisschen besser passen würden. Aber was soll's. Die Jünger aber auch nicht. Gut, dann bleibt nur noch Dingens hier. Galactic Zone. Dann gehen wir in den Rudel. Weil warum nicht? Da passt doch, ne? Und auf dem Barbaren Space. Ja, oder vielleicht hat sich ja, vielleicht hat er ja irgendwie einen Einfluss auf welche Gebiete ich wen gebe, ne? Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Warte, alles ist mir egal. Mir relativ egal, was hier. Wer oder was hier das Gebiet kontrolliert oder so. Bin doch gerade erst da rausgegangen, Mann. So, jetzt gehen wir den Rudel. Ich muss da oben hin. Ja, ne, muss ich da auch noch so Dinger finden. So, warte mal, so Starkerne muss ich ja hier noch platzieren. Habe ich da mittlerweile auch schon wieder ein paar gefunden. Die Power Armor hier öffnen kann. Oh, die sieht ein bisschen aus, als hätte sie einen einzigartigen Lack. Ja, die sieht so bläulich aus. Warte mal, da steht irgendwas. Lass mich ranzoomen. Aquola Quantum, cool. Ja, ein einzigartiger Lack oder so. Da muss ich noch so Dinger reinplatzieren. Wo sind denn? Wer bist denn du? Hab ich schon mal gefunden. So viele habe ich gefunden. Oh. Acht Stück noch. Nein. Gut, das Ding will ich auf jeden Fall noch haben. Ja, ganz nach oben nehme ich mal an, ne? Oder eher. Gut, das kriegt das Rudel. So, Space, das passt doch voll zu dem, ne? Ja, da freue ich mich sicher, ne? Erstmal waren im Mond. Da spreche ich mit Gage. Hey. Brauchst du was von? Verdammt, Mann. Du hast es echt geschafft. Nuka World gehört uns. Ganz Nuka World. Wieso überrascht dich das so? Hey, ich wollte dir nicht zu nahe treten, Boss. Ich hab dir doch gesagt, ich bin awesome. Wir hatten noch nie so festen Boden unter den Füßen. Jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, sollten wir die Party am Laufen halten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dem Commonwealth zu. Wenn mich verarscht hat, Commonwealth gehört mir. Du willst hoch hinaus, was, Gage? Aber wieso da aufhören?
Wieso übernehmen wir nicht den Mond, wenn wir schon dabei sind? Die kleinen grünen Männchen können den behalten. Nuka World zu erobern ist eine große Sache, klar. Aber das darf nicht das Ende sein. Es muss der Anfang sein. Diese Wilden brauchen ein Ziel. Etwas, auf das sie sich konzentrieren können. Ansonsten gehen sie aufeinander los. Und bei so einer großen Operation brauchen wir mehr... Naja, von allem. Das kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen es uns nehmen. Im Commonwealth gibt's jede Menge kleine Scheißsiedlungen, die man besser nutzen könnte. Meinst du nicht? Ach Mist. Ich hatte es mir hier gerade so gemütlich gemacht. Jetzt klingst du wie Coulter. Weißt du noch? Dieser Idiot, den wir gerade im Fluss entsorgt haben. Er war zufrieden, gerade so über die Runden zu kommen. Siehst ja, was aus ihm geworden ist. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Wir gehen's langsam an. Wohlüberlegt. Ja, wir glaubt, da wartet die Bruderschaft, die Railroad, das Institut. Die machen euch fertig. Sagen wir, reden mal mit Shank. Er kontrolliert, was nach Nuka World kommt und was hier rausgeht. Er hat das schon mal vorgeschlagen. Will mit dir reden, seit du hier den Laden übernommen hast. Er weiß also bestimmt, wo wir anfangen sollten. Er hat die Verantwortung für die Karawanen. Du findest ihn also vermutlich auf dem Markt. Okay. Was wird er machen? Mir zeigen, wie man einen Brahmin melkt? Vielleicht, wenn du ihn nicht fragst. Geh einfach rüber und red mit dem Kerl. Er wird das bestätigen. Das ist so unnötig, diese sarkastischen Bemerkungen, aber egal. Währenddessen sorge ich dafür, dass die Banden das Kraftwerk von Nuka World wieder zum Laufen bringen. Höchste Zeit, unser Licht leuchten zu lassen. Den Leuten zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh. Und wenn du einen Rat willst oder möchtest, dass ich weiter mitkomme, sag mir Bescheid. So, was? Oh, cool. Und was? Ey. Er funktioniert gar nicht mehr. Hey. Ich sag Gefühl. Was ist los? Warte, der auch noch so ein Corky-Dingen? Nö, hab ich nicht. Ja, gehen wir mal da hin. Normalerweise, wenn dieses Dorftrottel-Perk angeht, während eines Gesprächs, dann bedeutet das, dass ich fünffache Erfahrung während einer Quest bekomme. Also die Questpunkte, die Erfahrungspunkte, die ich am Ende bekomme, die werden verfünffacht. Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Ich habe 600 Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, ich müsste so, weil ich irgendwann mit 100 Erfahrungspunkte oder so bekommen haben. Die haben verfünffacht wurden. Kann doch irgendwie sein. Oh, was? Boah. Habe ich das nicht an? Das ist ja nicht im Markt, ist klar. Gage! Gage! Dennis! What? Ah, ja, schon mit so einem wütenden Nachbar die ganze Zeit. Gage! Okay. Kann aber nicht schon gewesen sein. Wir haben schon fast alles von Nuka World hier erkundet. Die Quest war jetzt auch eigentlich sehr weitläufig, hier alle Gebiete und so einsammeln, ne? Also, ist wahrscheinlich schon bald zu Ende, eher wenn es so weitergeht. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Eigentlich gefällt es mir schon, weil ich dann das Projekt endlich mal beenden kann. Dann kann ich mal mich auf zwei Projekte konzentrieren nur. Bei Maxeno ist es ja auch bald zu Ende. Dann habe ich nur ein Projekt und dabei belasse ich es dann auch erstmal. Ich habe mir hier wieder so zwei, drei Projekte auf einmal hier los. So. Wen haben wir denn hier? Gefällt mir, was du mit dem Laden gemacht hast, Boss. Den Banden scheinen ihre neuen kleinen Königreiche zu gefallen. Das letzte Mal waren die Banden so wild, als mal wieder jemand was in die Brunnen getan hat. Hab mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Shank. Und wenn du und Nuka Worlds Lieblingszyklop hier stehen, tja, vermutlich erwartet er, du könntest die Dinge hier endlich in Bewegung setzen. Wie lange musste er dir zureden, dass es Zeit ist, ins Commonwealth zu ziehen? Hey, hier soll niemand überzeugt werden. Es geht nur um ein freundliches Gespräch unter Gleichgesinnten. Und wie kommst du darauf, dass ich überzeugt bin? Naja, wenn du es noch nicht bist, solltest du es aber verdammt nochmal werden.
Den Banden eigene Gebiete im Park zu geben, hat ihr einiges an Vertrauen gebracht. Aber ihnen eigene Reiche aus den Siedlungen im Commonwealth zu geben, naja, ich wüsste keinen besseren Weg, deine Stelle. Also ich gebe denen irgendwie einen Finger und die wollen die ganze Hand. Wenn dich das interessiert, ja, sag nur ein Wort, dann geht der Spaß los. Wenn ich das mache, will ich aber niemanden verletzen. So macht das doch keinen Spaß. naja, du bist der Overboss. Wenn ich bin der Overboss. Wenn du Schweinen lieber gut zureden willst, anstatt ihnen eine Bleiinjektion zu verpassen, ist das deine Sache. Aber du wirst nicht drum rumkommen, ein paar Leute aus ihren Häusern zu jagen, damit die Banden da einziehen können. Niemand hat behauptet, es wäre leicht, der Boss zu sein. Okay, sag mir einfach, wenn das was ist, das du durchziehen willst. Ich wollte dich zu deiner Rolle bei der Sache befragen. Ich bin ganz Ohr. Für welche Bande arbeitest du? Ich arbeite für keine Bande. Gage hat mich geholt, damit ich für den Overboss arbeite. Ich sollte Coulter bei seinem grandiosen Plan beraten, dem Commonwealth den Hintern zu versohlen. Und trotz Coulters... Ihr habt keine Chance. ...habe ich weiter die Ohren offen gehalten. Nein, die Bruderschaft macht die doch schon fertig. Ich hoffe, dass es heute endlich soweit ist. Was genau machst du? Ich erkläre dir alles, was du wissen musst, damit wir uns auf der anderen Seite des Gebirges etablieren können. Gebiete beanspruchen, Jobs durchziehen, für Loyalität sorgen. Gage und Coulter haben mich beauftragt, die Aktivitäten dort zu... Klingt schon so ein bisschen wie nach Ende. Ich also mit Informationen darüber, an welchen Orten wir zuschlagen können und an welchen nicht. Bei mir findest du alles, um das Commonwealth gehörig aufzumischen. Das war alles. Also, heißt das, du bist bereit loszulegen? Nein. Besprechen wir das später. Wie du meinst, Boss. Ich gehe so schnell nirgendwo hin. Ich muss erstmal so viele Sachen genau, ey. Ich muss die blöden Corki-Dinger ja noch finden. Treffe ich mit dem Team, weiß auch nicht mal, was das ist. Medaillen muss ich auch noch finden. Ah. So viel Mist, den ich ja machen muss. Jetzt aber kein Ort, den ich noch nicht erkundet habe, hier so aufgedeckt. Sieht es auf der Karte unten aus? Nö. Ich werde auf jeden Fall noch mal wahrscheinlich erstmal bald hier die ganzen Klamotten hier einlagern, die ich habe und so, und ja, dann werde ich, weiß ich nicht, ausgehen, so ein bisschen nachgucken, ob ich hier irgendwo ein Gebiet finde, was wir noch nicht erkundet haben, dann gehen wir da hin und sage ich dann, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.